Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Jay Online Shop. Geht das? Da kommen noch ein paar. Ja, kurz zuerst zu meiner Person. Mein Name ist eben Sigrid Gramlinger. Ich habe eigentlich Wirtschaftspädagogik studiert, also komme auch aus der wirtschaftlichen Ecke, also weiß da auch ganz gut, worauf man achten muss. Mit Webgras, bin ich seit 2004 und mache Webseiten. Und mit Webgras mache ich meine Firma heißt Webgras seit 2011, so als Markenname, mache ich Webentwicklung, Datenschutz, IT-Beratung, also sehr technisch, kein Design, kein Layout, da arbeite ich mit anderen zusammen. Ich bin auch, also letztes Jahr gab es ja die Aktion KMU Digital in Österreich, bin unter anderem auch Certified E-Commerce und Social Media Consultant. Das heißt, ich kann in dem Bereich auch geförderte Beratungen machen. Wenn das KMU Digital Programm wieder aufgenommen wird, dann kann man sich da auch an mich wenden. Ich habe dann gemeinsam mit dem Peter Martin, der auch gerade noch da ist, wir haben gemeinsam letztes Jahr auch für die Datenschutzgrundverordnung ein Online-Verarbeitungsverzeichnis erstellt mit Data2EU. Und wir sind jetzt auch dabei mit Data-to-Site Joomla Extensions, also wir probieren das, wo wir Verbesserungspotenzial sehen. Und haben jetzt mit D2Content, das ist jetzt unsere erste Free-Version, da haben wir quasi das Joomla Content-Formular aufgeräumt. Also so sieht es normalerweise aus, hat man da ganz viele Reiter und so. Und wir haben es aufgeräumt und haben quasi, ich habe den Titel, ich habe Einleitungsbild, alternativer Text, Meta-Beschreibung, das, was man sonst immer irgendwo suchen muss. Und verwende das auch bei meinen Shop-Kunden, weil es einfach einfacher ist und die dann zum Beispiel den J2Store-Card da direkt sehen. Das ist übersichtlicher für die. habe mir früher auch andere Content-Management-Systeme angesehen und habe mich dann 2010 ausschließlich auf Joomla spezialisiert. Also ich mache nur mehr Joomla-Seiten, die mit WordPress oder sonst was kommen. Die schicke ich alle woanders hin, weil ich einfach mit dem System am schnellsten dahin komme, wo ich will und auch langfristig am flexibelsten eigentlich. Und wer schon mal auf dem Joomla.de Deutschland oder Österreich war, das weiß, dass ich immer wieder auch Just Joomla-Vorträge mache. Gibt es auch einige online natürlich von den Joomla.de, wo ich zeige, was man eigentlich mit dem Joomla Core machen kann, weil es mir immer wichtig ist, dass das System updatefähig bleibt und das geht halt mit dem Core am besten. Und wenn man weiß, wie man es gut nützt, dann kommt man da sehr weit ohne allzu viele Extensions. Manche geht natürlich nicht anders, wie zum Beispiel eben Online-Shops. Also das kann der Core nicht, da muss man was verwenden. Ich habe zweimal den Jay Otto gewonnen in der Kategorie Shop und E-Commerce 2017 und 2018. Und werde heute auch einige Beispiele aus dem, von 2018 habe ich den für den Sonnenkissen-Shop gewonnen, habe heute da einige Beispiele draus. Ich habe das mit der Kundin auch geklärt, dass ich das zeigen darf. Es sind natürlich keine Kundendaten, die zu sehen sind, aber von der Einrichtung her einfach, damit es konkret wird und man das sehen kann. Ja, ich möchte jetzt zuerst aber noch auf den Customer Lifecycle eingehen, weil es wichtig ist, das in den Projekten am Anfang zu klären mit den Kunden, weil die kommen oft, ich möchte einen Online-Shop, ich will was verkaufen und dann einmal zu klären, okay, wo will ich überhaupt ansetzen, was will ich erreichen, um dann auch die Seite entsprechend zu gestalten und dann auch natürlich Marketing mit einzubeziehen, weil das oft im ersten Schritt vergessen wird und man nur technisch mal den Ablauf einplant und dann kommen auf einmal noch Anforderungen, die vorher so noch nicht klar waren. Und da beginnt man zuerst mit dem Need, also aus Kundensicht, ja. Ich habe da jetzt das Beispiel Yoga-Kissen, also Sonnenkissen auch Yoga-Kissen verkauft. Das ist irgendeine Kundin, die, weiß ich nicht, Carla heißt oder so, und die macht einen Yoga-Kurs und will sich dann selbst ein Yoga-Kissen kaufen. Dann, also, wenn man sich so diesen Bestellprozess oder den Kundenlebenszyklus eben anschaut, dann kann man in verschiedenen Phasen sich überlegen, was will der Kunde an der Stelle, wie geht es dem gerade, was braucht er eigentlich, ja. In der Need-Phase, ja, da weiß es vielleicht noch gar nicht, dass er vielleicht später dann mal beim Sonnenkissen ein Yogakissen kaufen wird. Aber es kommt dann die Research-Phase. Ja? Da denkt sich ein Yogakissen, wo kriege ich denn sowas her? Kann man irgendwo hin in ein Geschäft laufen oder ich suche natürlich online. Tippt dann bei Google ein Yogakissen Bio, weil die ist sehr umweltbewusst und möchte da auch ein Bio-Kissen kaufen mit Fülle, weil ja, aus verschiedenen Gründen. Tippt das bei Google ein, kommen die Suchergebnisse. Das sind die ganzen Anzeigen und da das erste ist in dem Fall dann schon Yoga-Kissen, Sitzkissen, Sonnenkissen, Bio.
Und da sieht man dann auch schon, das ist eben so weit optimiert, dass da schon der Preis steht und auf Lager dabei. Also das sind strukturierte Daten, die da auch hinterlegt sind. Und mit solchen Sachen zum Beispiel fällt man auch schon auf in der Suche, ja, und hebt sich von den anderen ab. Und das ist eben für diese Research-Phase extrem wichtig, um sich von den anderen abzuheben, weil dann natürlich die Select-Phase kommt, wo sich der Kunde dann tatsächlich oder die Kundin tatsächlich entscheidet für das Produkt. Und das will ich natürlich möglichst einfach gestalten, dass die Entscheidung einfach fällt. Dass ich mich in die Lage versetze, nicht nur das Produkt, jetzt meine Kunden, wenn die einen Online-Shop wollen, die sehen das aus ihrer Sicht oft. Und wenn man dann aber sagt, na, aber wir schauen jetzt einmal noch einmal, wie sieht denn das der Endkunde, wenn der wirklich auf die Webseite geht? Hat er alle Informationen, die er braucht? Wenn jemand ein Yogakissen kaufen will, dann will er vielleicht nicht nur wissen, was ist denn da drinnen, sondern was kann ich mit dem machen? Wie kann ich das verwenden oder so? Ja? Also da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, als da bis jetzt auch drinnen sind und kann man natürlich immer noch weiter optimieren. Und oft ist es auch sinnvoll, nicht am Anfang den perfekten Shop aufzusetzen, sondern mal zu starten und dann auch mit der Zeit das immer weiter noch zu optimieren und zu analysieren. So, dann habe ich natürlich in der Select-Phase auch noch, dann will ich noch einen Bezug dazu oder vielleicht noch ein zweites Yogakissen oder sonst was. Also auch das einfach zu gestalten. Dann kommt die Einkaufsphase, Purchase. Also so einfach wie möglich. Der Warenkorb, keine Hürden, nicht, dass dann jemand noch bei der Zahlungsoption aussteigt, weil dann vielleicht man nur, weiß ich nicht, mit einer Kreditkarte zahlen kann und der hat keine Kreditkarte oder die hat keinen PayPal-Account. Also sich das vorher zu überlegen, was ist meine Zielgruppe und wie werden die wohl da bezahlen. Und ich habe das schon gerade bei so kleineren Shops, unter Anführungszeichen, die machen das oft wirklich einfach auf Rechnung. Die sagen, die haben so einen vertrauenswürdigen auch Kundenkreis und das ist noch nie passiert und die Produkte kosten jetzt nicht irgendwie hunderte von Euros, die wirklich auf Rechnung, also die Kunden kaufen das, kriegen eine Bestellbestätigung, das Produkt wird eingepackt, wird mit der Rechnung verschickt und dann erst wird bezahlt, also wirklich, wenn der Kunde das Produkt in der Hand hat und das kann ja auch ein absoluter Wettbewerbsvorteil sein, dass der Kunde zuerst das Produkt hat und dann erst bezahlt. Und die Shops, die ich auch betreue, da ist das in dreien so und die sagen, na, das sind so minimale Ausfälle, dass ihnen das so wichtig ist, aber das ist trotzdem, also dass sie es so machen auf Rechnung, weil es auch billiger ist im Prinzip auch, ist auch ein Faktor. Also PayPal kostet, ja, das ist gar nicht so wenig, wenn man sich das durchrechnet. Genau, also Purchase, möglichst einfach den Ablauf zu machen. Receive, also wie ist das dann, wenn der Kunde tatsächlich das Paket bekommt? Ist das, was er sich erwartet? Habe ich vorher auch nicht zu viel versprochen? Ist das vielleicht dann auch schön verpackt oder so? Ja, das kann ich natürlich im Online nicht beeinflussen, aber dem Online-Shop-Betreiber dann auch klar zu machen, das macht einen Unterschied, wenn das ausgepackt wird. Dann, wenn der Kunde das dann auch tatsächlich benutzt, natürlich das auch im Hinterkopf zu behalten. Er soll ja, ich will ja qualitativ hochwertige Produkte auch verkaufen, darauf hinzuweisen. Natürlich auch maintain, also in dem Fall haben wir halt Waschanleitungen zum Beispiel auf der Webseite, dass die das darauf einfach einstellen können. Aber das ist alles noch, weil dann, was ich ja eigentlich will, ist, dass die Kunden mich empfehlen. Und da darf ich diese Phase nicht vergessen, wenn die da dazwischen sind. Und dann auch diese Recommend, also diese Empfehlungen auch abzuholen. Ja. Es bringt nichts, wenn ich super Kissen habe, die verschicke, die werden benutzt lange, sind total zufrieden. Erzählen das allen Freunden und ich weiß zum Beispiel gar nichts davon. Das wäre doch auch fein, das auf der Webseite den anderen Kunden zu zeigen. Also diese Reviews, wenn die nur bei mir sind, aber natürlich auch auf Google online die anzuzeigen. Ja, und dieser Customer Lifecycle, sich die so für mal durchzuüberlegen und dann macht es auch Sinn, noch sich die Customer Journey zu überlegen. Ja? Da gibt es auch so Möglichkeiten, dass man sich zum Beispiel drei verschiedene wirklich Personas überlegt und die da auch durchschickt durch diese Customer Journey. Und das sollte eher nicht so aussehen, dass der da ewig viele Kurven macht, sondern vielleicht so, dass es klar ist, da vorne gibt es das Produkt und es geht ganz einfach zu kaufen. Aber ich bin ja der Meinung, das macht auch Sinn, bestimmte Optionen zu geben und dem Kunden auch Wahlmöglichkeiten zu lassen, ja? Um dann einfach auch zufrieden und gut da einen Kunden, also einen Abschluss online machen zu können. Ja, das eigentliche Thema ist heute natürlich J-Online-Shop. Es gibt im Extensions Directory von Joomla gibt's viele Erweiterungen. Ich kenne ein paar, ich kenne natürlich nicht alle. Man muss sich's anschauen. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich die Reviews anzusehen, wie viele das sind. Das ist eine Wertigkeit natürlich. Es gibt da ganz unterschiedliche. Ich kenne zum Beispiel den eShop nicht,
hat aber ziemlich viele gute Bewertungen. Ich verwende sehr gerne den J2 Store. Und dann gibt es auch noch Focal Card. Der Jan sitzt da. Aber es ist auch gut, wenn man die Entwickler kennt. Das macht echt, manchmal ist auch der kurze Weg ist gut, wenn man weiß, wo Support kommt und Rückmeldung und so. Ja. Und damit sind wir auch, also das ist noch einmal, man muss dann auch schauen, was sind die unterschiedlichen, also die Shops haben auch unterschiedliche Schwerpunkte. Ja. Wenn ich Online-Veranstaltungen buchen lassen will, macht vielleicht trotzdem kein Shop, sondern eine Veranstaltungskomponente Sinn. Wenn ich Download-Produkte habe, kann es sein, dass ein anderer Shop mehr Sinn macht als einer, wo ich wirklich physisch Produkte verschicke. Aber das muss man sich eben vorher überlegen und anschauen. Ich habe da jetzt noch einmal die aufgelistet, die für mich, die ich kenne oder soweit auch ein bisschen was darüber weiß. Das ist einerseits der J2 Store, den ich nachher noch genauer vorstellen werde, weil der sehr flexibel ist, man schnellen Support kriegt und die auch Sachen auch einbauen. Es gibt eine freie Version, da fehlen dann ein paar Funktionen wie Lagerhaltung zum Beispiel. Kostet aber, ich glaube, die Jahreslizenz 99 Euro, also es ist überschaubar. Man kann das dann für beliebig viele Seiten verwenden. J2 Store hat die Besonderheit, dass ein Produkt ist ein Joomla-Beitrag. Also der Joomla-Beitrag, ich kann ganz normal meinen Text schreiben, was die Kunden dann auch schon kennen. Und da kriege ich dann noch die Option, du Beitrag bist ein Produkt und dort gebe ich dann diese ganzen Zusatzinformationen wie Preis, was ich Bilder, Steuern und so weiter ein. Das ist dann Virtumart natürlich, das kennen viele, die schon länger in der Joomla-Community unterwegs sind. Ich betreue immer noch, glaube ich, zwei Virtumart-Seiten. Ich habe letztens ein Update gemacht von einer 2.5-Seite auf 3.9 und Virtumart 2.0 auf 3.3 ist das, glaube ich, jetzt, oder 3.1. Geht immer noch gut, ja. Also es spießt manchmal ein bisschen, aber es geht mit Template-Overrides. Also man kann das auch gut immer noch einrichten, vor allem wenn es ein bestehendes System ist. Ist immer die Frage, macht es Sinn, auf ein anderes System umzusetzen oder nicht. Da gibt es auch betreuten, also bezahlten Support, den man sich auch längerfristig kaufen kann und so. Ja, ist für einen neuen Shop würde ich es aktuell, würde ich andere Sachen vorziehen, aber es ist immer noch ein Produkt der Wahl für manche Online-Shops. Also kann sehr viel, ist sehr mächtig, aber durchaus komplex an ein paar Stellen auch. Hikershop. Kenne ich jetzt selber nicht, weiß ich aber auch, dass gut und gern eingesetzt wird. Ja, gibt es auch viele Konfigurationsmöglichkeiten, kann ein Vor- und ein Nachteil sein. Focal Card, haben wir schon gesagt, kann man sich mit mir an kurz schließen. eShop, den ich, wie gesagt, nicht kenne, aber sehr viele gute Bewertungen hat, kann man sich sicher auch mal anschauen. Und noch viele andere mehr. Also das ist keine vollständige Liste, das sind Sachen, die ich so gesehen und ausprobiert habe. Genau, bei der Einrichtung. Wenn ich jetzt einen Online-Shop einrichten will, gibt es viele Punkte, die man beachten muss und wirklich vorab mit dem Kunden auch klären muss. Das eine ist einmal, sind die Endkunden, sind das, also ist das B2B-Shop, also sind das Wiedergeschäftskunden oder sind das Konsumenten? Das macht einen Unterschied rechtlich, zum Beispiel von der Preisanzeige. Da gehe ich heute nicht ins Detail, aber das muss man sich vorher mal überlegen, ja? Auch mit Steuer. Wenn ich nur an Konsumenten verkaufe, brauche ich keine Mehrwertsteuer-ID, ja? Aber dann muss ich auch, also dann fällt wieder ein Teil weg von Konfiguration, muss man sich einmal vorher überlegen, eben auch, will ich nur nach Österreich liefern, will ich in die EU liefern, will ich weltweit liefern, Download-Produkte sind wieder anders als physische Produkte, muss man vorher einmal besprechen, weil ich habe einen Shop eingesetzt und am Schluss kommen die, na, wir wollen aber eigentlich auch Download-Produkte, ja? Muss man im Bestellprozess ein paar Sachen anders machen, weil wenn jemand bezahlt hat, soll er unmittelbar natürlich auf den Download zugreifen können. Das ist, wenn er es verschickt, ja nicht so. Ne? Ist in der Einrichtung ein Thema. Dann sollen sich die Leute zum Beispiel einloggen müssen oder können die auch als Gast bestellen? Oder soll nur Gast, das sind Produkte, die sind so spezifisch, die werden ein einziges Mal gekauft. Brauche ich kein Kundenlogin, macht keinen Sinn in dem Fall. Ja? Vorher besprechen, weil dann spare ich mir die ganzen Benutzermenüs für die registrierten User. Kundendaten, welche Kundendaten sollen abgefragt werden? Natürlich, was ist Pflichtfeld, was ist nicht? Will ich eine Newsletter-Integration? Ist das Archimailing, jetzt für Joomla zum Beispiel, ist das ein externes System? Wie wird das eingebaut in den Bestellprozess? Und natürlich auch Zahlungssysteme. Und da gibt es auch ja, viele Möglichkeiten. Die Shops, die ich genannt habe, die haben Plugins, werden weiterentwickelt. Vorher klären, dass es halt auch Kosten sind zusätzliche. Die Plugins kosten meistens, also gerade für J2 Store zum Beispiel, kosten Plugins 25 Euro im Jahr. Dann kommt noch die Einrichtung dazu und dann kommen natürlich noch die Provisionsgebühren oder Gebühren von den einzelnen Anbietern. So, es ist nicht zu wenig, wenn da einiges drüber läuft. Das darf man nicht unterschätzen.
Versandoptionen. Gibt es da Anbindungen? Wie wird das Gewicht berechnet? Ist das ein fixer Betrag? Gibt es eine Versand, zum Beispiel nur bis 100 Euro sind Versandkosten drüber nicht? Kann man alles einrichten? Geht auch standardmäßig im Cheto Store zum Beispiel. Vorher einmal klären, was ist denn tatsächlich der Fall? So, wenn man Cheto Store installiert, das ist jetzt die kostenlose Version, ist eine ganz normale Komponente in Joomla. Ich habe dann, wenn man es aufruft, so eine grobe Statistik, da ist jetzt noch nichts drinnen. Und da habe ich dann meine ganzen Menüpunkte. Und der Katalog, wenn ich da hinkomme, da sehe ich dann die ganzen Produkte drinnen. Bei den Produkten auch noch einmal mit dem Kunden zu klären, einerseits, wie viele Produkte sind das? Sind das vielleicht nur 5? Kann sein, der hat 5 Download-Produkte. Ja? Richtig, den Shop werde ich anders einrichten, als wenn ich irgendwie 200 importiere. Cheto Store hat auch Schnittstellen, also kann man auch aus CSV-Datei importieren. Das geht eigentlich recht gut. Gibt es eine kostenlose kleine Variante zum Importieren. Wenn man Variantenprodukte und so hat, gibt es eine bezahlte Version auch. Aber da gibt es Möglichkeiten. Welche Typen eben? Sind das wirklich Produkte, die verschickt werden? Sind das nur Download-Produkte? Gibt es Varianten? Ich habe gerade einen Kunden, die verkaufen Honig, verschiedene Glasgrößen. Das Foto soll sich ändern, ob ich jetzt 330 Gramm oder 500 Gramm habe. Geht, kann man ganz gut über Varianten einrichten. Schaut dann auch richtig, richtig schön dynamisch auch aus. Kategorien natürlich. Ist ein Produkt in einer Kategorie oder ist ein Produkt in mehreren Kategorien? Man kann in Cheto Store, ich zeige es nachher noch, Filter einrichten. Damit kann ich eigentlich alle Produkte in eine Kategorie geben zum Beispiel und denen verschiedene Filter zuordnen. Und damit kann ich im Frontend diese Filtertypen gut eingeben. Man kann auch mit Tags arbeiten in Joomla. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Hat natürlich auf die URL eine Auswirkung. Da hat Cheto Store aber mittlerweile auch viele Möglichkeiten, ob der Alias sich quasi aus der Kategorie generiert oder nicht. Also das kann man auch nachträglich noch einstellen, damit dann für SEO diese URLs möglichst kurz sind. Natürlich Texte, Fotos. Wie viele Fotos gibt es für ein Produkt? Gibt es nur eins? Muss man reinzoomen können? Gibt es irgendwie von allen Richtungen was? Ist natürlich fürs Layout dann ein Thema. Lager, Verfügbarkeit, Lieferzeit. Wenn das Produkte sind, die auch ausverkauft sind irgendwann, dann sollte das auch angezeigt werden. Ja. Und kann man auch einrichten, kann man auch verwalten. Da macht es Sinn, wenn das wirklich mehrere, also viele Produkte sind, mit einem wechselnden Lagerstand einen Import da fix einzurichten, wo dann über Artikelnummern zum Beispiel immer wieder die neuen Bestandszahlen importiert werden. Kann man auch recht einfach über einen CSV-File im Prinzip abbilden. So, das sind jetzt dann die Produkte. Und das sind jetzt ganz normal Joomla-Beiträge. Ich sehe, die kommen aus ComContent und Cheto Store entwickelt das weiter. Also die haben auch andere. Man kann auch, ich glaube, die wollen mit K2 und so, dass man dort auch Produkte warten kann, also pflegen kann. Wenn ich dann draufklicke, komme ich auf ein ganz normales Produkt. Ich bin da jetzt auf dem Yoga-Kissen, bin da jetzt in einer normalen Joomla-Ansicht. Wir verwenden da zum Beispiel auch PWT-SEO. Falls das jemand kennt, das hilft einfach, die Suchmaschinenoptimierung besser anzuzeigen. Da gibt es dann eben für die Sonnenkissen haben wir noch Custom Fields drinnen für die Produkte. Zeige ich dann auch noch. Und da ist dann eben dieser neue Button für das Cheto Store Card. Und dort kann ich dann eben einstellen, das ist das Produkt. Aber ich habe ganz normal Joomla Text, also das ist der Einleitungstext, das ist der große, also der lange Beschreibung. Und die werden einfach dann auch beim Produkt angezeigt. Also ganz normale Joomla-Standard-Funktionalität. Wenn die Kunden schon Joomla kennen, ist es natürlich sehr einfach. Dieser Text da, diese Tabelle, ist das aus dem Programm definiert? Nein, das ist normaler Text. Das ist handerfasst, das ist normaler statischer Text. Also es gibt Möglichkeiten, die Produkte zu vergleichen und auch anzuzeigen. Da gibt es ein Plugin, glaube ich, im Cheto Store. Aber da die Größe, das könnte man auch über die Varianten machen. In dem Fall haben wir es nicht. Wir haben Optionen. Weil sich der Preis dann auch ändert, könnte man anzeigen, das ist nur statische Tabelle an der Stelle. So, also das ist die Produktbeschreibung. Man kann das im Template dann auch schön splitten mit der Ansicht, mit dem Foto, dass das oben. Also ich kann normale Template-Overrides verwenden. Das ist da sehr, sehr angenehm. Nein, in dem Fall ist es ein Helix Ultimate, Joom Shaper, wenn es wer kennt, also kostenlose Variante. Und da kann man ganz normal die Template Overrides machen für den Cheto Store. Sind die Cheto Store Ansichten, sind nicht die Joomla Block Layouts, weil ich dort nicht mit den Bildern vom Cheto Store arbeiten kann. Ja, also wenn ich dann auf dieses, also das ist jetzt schon die Ansicht aus dem D2 Content, also wo wir das einfache Formular haben, da sehe ich jetzt nicht so viele
Reiter oben, das ist jetzt J2StoreCard. Ich kann da eben sagen, das ist ein, dieser Beitrag ist ein Produkt und der Produkttyp ist einfach. Ja. Ich habe nur einfach einen normalen Preis dafür, den ich da unten dann, also da habe ich dann die Optionen für das Produkt wirklich, Preis, Lager, Bilder und so weiter. Ich habe da eben der Preis, der kommt dann von dort, wird angezeigt, habe da die Optionen, habe da zum Beispiel die Größenoptionen, die auch preisabhängig sind. Also wenn ich ein größeres Produkt verwende, das kostet dann 3 Euro mehr zum Beispiel, dann wird da auch 27 Euro angezeigt. Also das sind so diese abhängigen Varianten, also Optionen heißt das dann da. Das geht auch mit dem einfachen Produkttyp. Dann haben wir da Custom Fields drinnen. Das wird da gerade abgeschnitten. Also das sind eben ganz normale Joomla Core Funktionalität. Wir haben da zum Beispiel, wenn das ein neues Produkt ist, machen wir nicht über Datum oder so, weil das soll manuell gesteuert werden, wird da oben dann bei den Bildern, überall wo die Bilder sind, kommt einfach aus dem Template, wird neu angezeigt, kann die über das Häkchen steuern. Haben dann da diese Bio-Angaben, da gibt es 2 verschiedene Formulierungen, je nachdem ob es ein Produkt oder der Stoff ist, wird das dann da auch einfach angezeigt und geht sehr einfach für die, dass das schön ausschaut und gut zu warten ist. Genau, wenn ich jetzt ein neues Produkt machen will, dann öffne ich einfach einen neuen Beitrag, gebe dann nochmal den Titel ein, steht so Store Card und kann dann ein Produkt auswählen. In der Gratis-Version sind es quasi einfach Variable, einstellbar, downloadbar und dann gibt es noch die flexiblen Variablen. Muss man dann, also ich verwende meistens nur das Einfache oder das Downloadbar und habe jetzt eben bei einem Projekt noch die Varianten drinnen, mit denen bin ich bisher ausgekommen. Jo, dann Preisgestaltung, auch immer ein Thema. Gibt es Aktionspreise, mengenabhängige Preise zum Beispiel für verschiedene Kundengruppen und die Anzeige natürlich, wie ist das mit der Umsatzsteuer, inklusive, exklusive, verschiedene Produktgruppen, 10%, 20%, also in Österreich jetzt, kann ich alles abbilden. Wenn ich beim Produkt bin, kann ich da einen ganz normalen Preis eingeben und habe da, kann dann über den Button da die erweiterte Preisgestaltung, kann ich da mengenabhängige Preise machen, zum Beispiel sage ich ab 10 Stück kostet es nur mehr 20 Euro oder ab 20 Stück kostet es dann nur mehr 15 Euro. Ganz normal kannst du auch auf Zeiträume beschränken und so weiter. Auch Kundengruppen eben, wenn das lange Kunden schon sind oder so. Also da habe ich eigentlich alle Optionen, die da so man eigentlich braucht. Von den Shop-Funktionen gibt natürlich dann Joomla Standard-Suchfunktion. Brauche ich jetzt nichts extra, also Smart Search oder Finder. Unter 4 ist es dann das Smart Search quasi. Ich habe die Filter. Die kann ich flexibel einrichten und den Produkten einzeln zuordnen. Ich habe Produktgruppenfilter, ich habe jetzt da als Beispiel Bezugsmuster, also bei den Sonnenkissen verwenden wir es jetzt aktuell nicht, weil wir es über die, das sind nicht so viele Kategorien, aber ich könnte jetzt zum Beispiel Bezugsmuster machen, zum Beispiel bunt, einfärbig, für Kinder, Baumwolle, die lege ich an, weise das dem Produkt dann zu und das wird dann auf der Webseite, gibt es die, das ist jetzt Protostar wegen der Funktion, kann ich dann da, es wird direkt reingeladen, also es ist gar kein neuer Seitenaufruf, es ist ein dynamischer Filter, dann kann ich mir beliebig anlegen, was ich möchte. Funktioniert sehr gut, ist Standardfunktionalität, also brauche ich jetzt nicht weiter was einrichten. Dann Zahlungsanbieter. Es gibt bei J2Store irrsinnig viele natürlich, muss man schauen, was man will. Oft ist einfach wirklich auf Rechnung, also Zahlung wirklich nach Erhalt. Kann natürlich auch Vorauskasse sein. Ich verschicke erst, wenn der versendet hat, kann man selber entweder über mehrsprachige Shops natürlich steuern, über Sprachstrings, dass ich das mache. Ja. Also du kannst einstellen, dass er als Gast nicht bestellen, also dass man sich registrieren muss, um zu bestellen. Ja? Ach so, ja, du kannst die Benutzergruppe kannst du einstellen, weil der hat ja quasi keine Benutzergruppe dann. Und sonst bist du zumindest Benutzergruppe registriert und dann würdest du das sehen. Ja, das geht. Genau. Genau, das sind Plugins, ganz normale Joomla Standard Plugins und die kannst du Joomla standardmäßig den Gruppen zuordnen. Genau. Ja, ja. Da ist das Schöne, es greift wirklich auf die normalen Standardfunktionen zu. Genau.
da die ganzen Zahlungsanbieter. Ein Tipp, wenn man zum Beispiel PayPal einrichtet, man kann also PayPal Sandbox Developer, irrsinnig mühsam zum Einrichten, ich ärgere mich jedes Mal. Einfacher ist es, ein Produkt um 1 Euro reinzustellen, denn 1 Euro zu investieren. Das, weil ich hatte schon das Problem, dass die Sandbox, also Sandbox oder Developer, PayPal funktioniert nicht und kommt nie an. Und wenn ich es dann auf 1 Euro stelle und das online teste, geht ja, und das zu investieren ist. Ja, okay. Und da kann man es dann auch so. Okay. Okay, auch eine Möglichkeit. Das geht auch, ja. Ja. Ja, ja, auch eine gute Idee, genau. Weil das ist oft so ein bisschen, die Zahlungsarten zu testen, kann durchaus, durchaus mühsam sein. Also da findet man dann Lösungswege, genau. Dann kauft der Kunde tatsächlich. Was mache ich jetzt? Ein E-Mail schicken. Ja. Okay. Ja. Günstigen Preisen. Genau. Anbieter. Ja, ja. Also da sind die von Cheto Store echt fix auch mit Support und auch wenn man Anforderungen hat. Wir haben da auch so eine Anforderung gehabt, ein Rechnungsdatum einzufügen, das man selber ändern kann und dann aber fix ist. Wenn es einmal geändert wurde, da haben die auch unterstützt, dass das wirklich also als Plugin, dass das dann da auch gut funktioniert und updatefähig bleibt. Ne? Ich bringe da nicht an den Core hacken. Ich kann Cheto Store Core hacken, bringt mir nichts. Mit dem nächsten Update ist in Online-Shops extrem mühsam zu testen, dann wieder alles reinzubringen und die machen es echt updatefähig. Kann man sich nochmal, funktioniert gut. So, Checkout, was jetzt? Bestellbestätigungs-E-Mail oder Auftragsbestätigung, je nachdem, wie das auch eingerichtet ist oder wie der Ablauf auch ist. Rechnungsversand als PDF geht alles. Ja. Es gibt ein PDF-Plugin, das kostet, glaube ich, 10 Euro im Jahr. Kann man super konfigurieren, ich zeige das dann auch noch. Versandinformationen, Download-Link, Widerruf, also das kann man alles in den Fenstern einfügen, das funktioniert. Also so einen normalen rechtlichen Ablauf kann man ohne Probleme einrichten. Da ist jetzt noch einmal wieder wirklich der Checkout-Prozess funktioniert, ist quasi ein One-Page-Checkout, weil ich bleibe immer auf der gleichen Seite und ich kann eben zum Beispiel sagen, ja, registrieren oder nicht, als Gast fortfahren, habe dann meine, also es schiebt sich dann quasi so rauf, ne? Und ich gebe immer wieder meine Daten ein, ist ein One-Page-Checkout, weil nicht die komplette Seite neu geladen wird und ja, fühlt sich für den Kunden eigentlich ganz gut an. Ich kann eine abweichende Rechnungsadresse, da habe ich natürlich die Pflichtfelder. Ich kann eine abweichende Lieferadresse angeben, wenn ich möchte, habe dann da meine Versand- und Zahlungsmethoden. Da ist jetzt gerade noch kein, ich habe das nur vorher noch die Screenshots gemacht, da ist gerade kein Versand konfiguriert, darum ist da kein Versand. Aber da gibt es natürlich Versandmöglichkeiten. Würde dann da Bezahlmethoden auswählen, kann noch eine Kundennotiz machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Newsletter hätte, könnte ich sagen, das soll da noch angezeigt werden. Habe dann noch einmal die Zusammenfassung, die ja zwingend notwendig ist, bevor der Abschluss getätigt wird. Bestellung abschicken kann man über Language File jetzt kostenpflichtig bestellen ändern. Also das wäre rechtlich noch nicht ausreichend, Bestellung abschicken. Aber das, wenn man Online-Shop macht, muss man das eh wissen, dass da jetzt kaufen stehen muss quasi. Genau, und da steht nochmal die Zahlungsmethode, das ist die Zusammenfassung. Wenn ich da jetzt draufklicke, kann ich dann auch einstellen, was dann passieren soll, wer dann ein E-Mail kriegen soll, was da drinnen stehen soll. Das ist sehr flexibel vom System her. Die Bestellung sieht dann da jetzt zum Beispiel so aus, gibt Rechnungsnummern, können konfiguriert werden. Bestellnummer ist ein zufällig generierter String. Sehe, das ist eine Gastbestellung, Überweisungsmethoden natürlich und habe da den Bestellstatus, die ich selber konfigurieren kann. Es kommen 5 oder 6 mit, die ich auch auswählen kann. Ich kann den da ändern und wenn ich sage Kunde benachrichtigen, dann wird das E-Mail geschickt. Ich kann auch noch einmal das E-Mail schicken lassen quasi. Ne? Das ist ganz praktisch, wenn der Kunde sagt, das E-Mail ist aber nicht angekommen. Wenn man sagt, nein, ich schicke Ihnen die Bestellbestätigung noch einmal, dann muss ich eigentlich nur Kunde benachrichtigen und speichern klicken und der kriegt das noch einmal. Ich kann eben die Bestellstatik kommen mit, bestätigt, verarbeitet, ausstehend, unbezahlt, storniert, benenne ich meistens um, damit man weiß, dass bestätigt auch tatsächlich schon bezahlt ist, zum Beispiel bei den Online-Anbietern. So, ich habe in Cheto Store die E-Mail-Vorlagen und die Rechnungsvorlagen. E-Mail ist das, was wirklich drinnen steht. Da haben wir relativ viele eingerichtet. Muss man aufpassen, es wird
aufwendiger zum Warten. Je mehr man hat, je weniger, umso besser. Aber es funktioniert und ich kann das auch machen wieder auf die Benutzergruppen. Ich kann das auf die Bezahlungsoptionen machen. Ich kann sagen, die für PayPal kriegen ein ganz anderes E-Mail als die, die mit Rechnung zahlen. Bei den E-Mails haben wir es da bei allen gleich. Also die E-Mails schauen immer gleich aus, aber die Rechnung, die mitkommt, schaut anders aus. Ich kann auch sagen, wer kriegt das? Kriegen das wirklich beide? Oder da diese Rechnungs-PDF, das kriegen nur die Administratoren zum Beispiel. Also da bin ich extrem flexibel von der Einrichtung her. Die Rechnungsvorlagen habe ich dann eben unterschiedliche, ob mit Rechnung, PayPal oder Stripe bezahlt wird. Schaut dann, steht dann ein anderer Bestellstatus. Wenn das noch nicht bezahlt ist, stehen natürlich die Bankdaten drinnen. Ja? Wenn man mit PayPal schon bezahlt hat, brauche ich das natürlich nicht reinschreiben. Beschränkt, also ich kann zum Beispiel vorne einen Prefix machen und die Nummern selber, die kann ich eingeben, ob die, wie viele Stellen die haben, aber ich kann jetzt nicht Jahreszahlen und so einfügen, das geht nicht zum Beispiel. Da weiß ich nicht, ob die... Ich kann es im Prefix eintun, aber fängt dann zum Beispiel wieder von vorne zum Zählen an, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich kann ich es konfigurieren. Wenn ich den Prefix ändere, fängt der wieder bei 1 zu zählen an. Ja, kannst du. Fängt er wieder mit, genau, das geht schon. Ja. So schaut das dann zum Beispiel aus, die Rechnungsvorlagen. Ja. Kann ich das Logo reingeben, habe ich die Tabellen, kommt ein PDF raus, das geht sehr gut zu konfigurieren, die Zeilen und so. Kann man auch wieder die Bestellzeilen mit normalen Template-Override überschreiben, weil mit der Steueranzeige, das passt dann manchmal nicht so, wie es die Kunden gerne hätten, geht mit Template-Override, also bleibt updatefähig. So, dann haben wir noch Marketing natürlich, kann ich auch integrieren. Rabatt, Gutscheine, Aktionen, Newsletter natürlich, Gütesiegel. Da verweise ich einfach, es wissen dann viele auch nicht, die Wirtschaftskammer hat extrem viele Informationen online und es gibt Förderungen, den fertigen Online-Shop checken zu lassen, um dann auch das österreichische E-Commerce-Gütesiegel zu kommen. Die haben gerade für den Online-Handel jetzt auch wieder eine neue Förderung. Muss man sich anschauen, ob der Shop drunter fällt, aber da gibt es auch Möglichkeiten, dass es auch für Kleine leistbar ist. Dann haben wir Suchmaschinenoptimierung. Metadaten. Also ich habe da zum Beispiel PWT-SEO im Einsatz, wo ich dann auch sehe, ist meine Meta-Beschreibung lang genug? Habe ich einen Titel drinnen oder so? Also das verwende ich ganz gern eigentlich. Markup, natürlich strukturierte Daten, das zeige ich dann gleich noch. Man kann es noch optimieren, aber grundsätzlich ist es drinnen. Search-Konsole natürlich. Analytics, also es gibt dann auch Plugins, die sind kostenpflichtig, die sind nicht so ganz günstig, die kosten 60, 70 Euro im Jahr, wo ich dann die ganzen Google Analytics Codes in den J2 Store Checkout Prozess einfügen kann. Ja. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber es schaut relativ einfach aus eigentlich. Da habe ich dann nochmal strukturierte Daten. Ja. Es gibt ja das Google Test Tool für strukturierte Daten, schema.org, was das, wenn man sagt. Ich kann die URL, also braucht man nur googeln, ja, da gebe ich die URL vom Produkt ein. Da eben zum Beispiel das Yoga-Kissen, dann wird der HTML-Code gescannt und da sieht man dann schon, das kommt vom Template, Item-Scope, Item-Type ist ein Produkt. Da ist zum Beispiel das Image, das geht dann natürlich nach unten noch weiter. Ich sehe dann auch Type is Offer, das ist so, wenn das ein Produkt ist, das ist so vorgegeben. Der Preis steht da, Currency and Availability in Stock und das Ganze schaut dann eben in den Suchergebnissen so aus, dass da wirklich der Preis und in Stock heißt eben da auf Lager. Ist im Template Override sonst drinnen. Kannst du selbst optimieren oder ändern? Kommt aus dem Template. Ja, das PHP kannst du im Template ganz normal überschreiben. Genau, kannst du? Ja, also das ist drinnen, ja. Da habe ich jetzt nichts geändert, aber man kann es noch optimieren, wenn man da mehr Zeit und Geld investieren will, quasi. Ja, genau. Genau, um es rauszuholen. Ja, genau. Aber die J2 Store Joomla-Beiträge haben das vom Prinzip her schon drinnen. Ja, was sind so die Herausforderungen? Online-Shop mit Joomla. Schnittstellen natürlich, finde ich immer, weil irgendwie müssen die Daten ja da rein oder auch wieder raus. Strukturierte Daten ist ein eigentlich einfacher Punkt, der oft übersehen wird. Analytics natürlich, also wie kann ich es analysieren? Datenschutz auch nicht zu vergessen. Kann man natürlich Joomla-Funktionalitäten verwenden mittlerweile. Mit 3.9 kann man ja Privacy-Sachen. Marktplätze wird auch immer mehr ein Thema. Oft kommen die, wenn dann gibt es einen Shop einmal ein, zwei Jahre
Und dann will man aber halt natürlich noch mehr verdienen. Und da gibt es auch für G2 Store Plugins, die dann auch an den Google Markets und so diese Geschichten da die Schnittstellen machen. Rechtliches. Ich habe jetzt nur ein paar Überschriften noch. Cookies, Konsumentenschutzgesetz, Widerruf, Information, dass das natürlich in den E-Mails drinnen stehen muss. Das ist von G2 Store alles da, ja. Auch die Mehrwertsteuergeschichte, die haben auch auf der Webseite auf Englisch eine Beschreibung, wie ich es richtig einrichte für die EU, ja. Muss man machen, ist halt einfach aufwendig, und aber geht, ja. Technisch geht's. Fernabsatzgesetz, Telekommunikations- und Mediengesetz, Newsletter-Geschichten, also das sind so die Punkte. Aber Datenschutz natürlich, die Wirtschaftskammer hat aber extrem viele Informationen online, muss man sich einfach damit beschäftigen. Kunden machen das zum Teil eh auch selber, aber man kann sie da auch ganz gut unterstützen dabei. Erfolgsfaktoren. Es ist ein bekanntes System, wenn die schon eine Joomla-Seite haben vielleicht. Bleib flexibel, weil ich halt mit Joomla unterwegs bin, finde ich. Ich kann die Produkte auch an verschiedenen Stellen natürlich anzeigen. Template Overrides, Overrides. Language Overrides, ja, alles. Also das ist halt der große Vorteil. Ich finde, die haben einen extrem guten Support, antworten schnell auf die Tickets und auch sehr zuvorkommend. Ich kann den Archimailing, wenn ich will, das integrieren. Das geht auch gut, bleibe ich im gleichen System. Eben generell Erweiterungsmöglichkeiten. Ja, J-Online-Shop, so geht's. Das war's. Gibt's Fragen? Ja. Warte, da hinten machen wir. Nein, finde ich gar nicht. Das geht relativ schmerzlos. Das geht eigentlich relativ schmerzlos. Es kommt drauf an. Also um den Shop einzurichten, minimal für, habe ich ihn wahrscheinlich 2 Stunden eingerichtet. Aber die gesamte Webseite, dass das zusammenpasst und funktioniert, ist natürlich ein Webseitenprojekt. Das dauert, weiß ich, kann 2 Wochen dauern, das kann auch 4 Monate dauern. Also das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber den Joomla mit G2 Store einzurichten, dass ich ein Produkt mit der richtigen Steuer, Versand und auf Rechnung zum Beispiel bezahlen kann, kriege ich in 1 Stunde hin. Also mit dem Minimal-Ding, aber so, dass ich es, da kriege ich auch schon ein bisschen angepasstes E-Mail, glaube ich, hin. Ja. Also es geht schnell. Da war eine Frage. Sicherheit, naja, ich mache Backups. Ich weiß nicht, was Updates, aber nein, ich habe sonst nichts. Also meinst du Admin-Tools oder solche Geschichten? Oder? Nee, mache ich normal nicht. Nee. Ja, nee, habe ich jetzt nichts extra. Ja, nee, mache ich nicht. Ja, nein. Ja. Ja. Nein, mache ich jetzt nicht. Apparently their customer had 2,000 or 3,000 articles in the category, which they had not tested before. So my tip is, if you have customers and you know what kind of information they put in the shop, test it with large amounts of data before you do everything, because then you will find if the shop will perform and if it's really the right one to choose. Okay, thanks. Noch was? Sonst ist es schon fortgeschritten. Da ist noch Alex. G2 Store, das waren. Bitte? Aber Sie haben jetzt die Adresse in Singapur, glaube ich. Bangladesch, ja. Südostasien. Support auf Englisch funktioniert gut, ja. Ja, geht gut, ja. Okay, dann ich werde die Folien auf meiner Webseite auch stellen, wenn es wer nachlesen will. Na dann, da sind wir perfekt. Gut, Dankeschön.